Die Mahlzeit des Geistlichen. Ein Märchen von Thomas Crofton Croker. Leute, die sich auf solche Dinge verstehen, sagen, das stille Volk sei ein jener Teil aus dem Himmel verstoßenen Engel, die nun auf Erden festen Fuß gefasst haben, während ein anderer Teil, größerer Sünden wegen, an einem viel schlimmeren Ort noch tiefer gesunken sei. Das mag dahingestellt bleiben. Gegen Ende Septembers war einmal eine muntere Gesellschaft von Elfen versammelt, welche im Glanze des Mondlichtes herumtanzten und ihre wunderlichen Streiche und Sprünge machten. Der Platz war gelegen im westlichen Teile der Grafschaft Cork, in einem armen Dörfchen, von welchem große Berge und dürre Felsen, die es umschließen, allen Wohlstand abhalten. Doch was kümmern sich Elfen, die alles, wonach sie Verlangen tragen, herbeiwünschen können, um die Armut einer Gegend? Sie sorgen nur für einen heimlichen, unbesuchten Platz, wo sich nicht leicht jemand hin verirrt und sie ihrer Lust stört. Auf einem weichen, grünen Rasen, nahe eines Flusses, tanzten die kleinen Gesellen im Kreis, fröhlicher als je. Ihre roten Käppchen wackelten bei jedem Sprung in dem Mondschein, und doch waren diese tollen Sprünge so leicht, dass die Tautropfen unter ihren Füßen zwar zitterten, aber nicht auseinanderrollten. So trieben sie ihr wildes Spiel, zogen Kreise umher, wirbelten und zappelten durch die Luft und auf- und niedertauchend erschöpften sie ihre Künste, bis endlich einer von ihnen zirpte. »Geschwind, geschwind, hört auf zu sausen, lasst euer tolles, wildes Brausen. Ich wittre einen, der kommt heran, ich wittre einen geistlichen Mann.« Alsbald fuhren sie auseinander, so geschwind als möglich, und steckten sich unter die grünen Blätter des Fingerhuts. Denn wo ihre roten Käppchen hervorguckten, da schienen sie nur die dunkelroten Blütenglocken der Pflanze zu sein. Andere verbargen sich in dem Schatten von Steinen und Brombeergesträuch, wieder andere unter das Ufer des Flusses oder sonst in eine Höhle oder Spalte. Der Elfe hatte sich bei seiner Warnung nicht geirrt, denn auf dem Weg, den man von dem Fluss aus sehen konnte, kam Vater Horrigan auf seinem Klepper dahergeritten, und indem er bedachte, dass es schon so spät wäre, entschloss er sich seiner Reise bei der ersten Hütte, zu der er gelangte, ein Ende zu machen. Er hielt demnach bei dem Hause des Dermot Leary, drückte auf die Klinke und mit den Worten »Gesegnet sei alt und jung« trat er ein. Ich brauche nicht zu sagen, dass Vater Horrigan überall, wo er eintrat, ein willkommener Gast war, denn in der ganzen Grafschaft war niemand frömmer und mehr beliebt. Nur ein Umstand bekümmerte Dermot. Er hatte dem ehrwürdigen Herr zu seiner Abendmahlzeit nichts anzubieten als ein Gericht Kartoffel, welche die alte Mutter, so nannte Dermot seine Frau, obgleich sie nicht viel über 20 war, in einem Topf zum Feuer gebracht hatte. Ihm fiel ein, dass er sein Netz in den Fluss gestellt hatte, aber da es erst vor kurzem geschehen war, so war wenig Hoffnung vorhanden, einen Fisch darin zu finden. »Was tut's?« dachte Dermot. »Es kann nichts schaden, wenn ich mich aufmache und nachsehe. Wer weiß, vielleicht fängt sich ein Fisch zu dem Abendessen des Herrn, ehe ich dorthin komme.« Dermot ging also hinaus nach dem Flusse und fand in dem Netz einen Lachs, so schön, als je einer im Wasser geschnalzt hat. Doch als er sich näherte, um ihn herauszunehmen, so ward ihm, als würde das Netz aus der Hand gerissen und der Fisch weggenommen, der nun dahin schwamm, so vergnügt, als wenn gar nichts vorgefallen wäre. Dermot sah betrübt die Furche an, die der Fisch im Wasser gezogen hatte und die wie ein Silberfaden im Mondlicht glänzte. Dann mit einer ärgerlichen Bewegung seiner rechten Hand und mit dem Fuß auf den Boden stampfend, brummte er zornig: »Ei, so möge das böse Geschick euch treffen, Tag und Nacht, wo ihr den Fuß nur hinsetzt, um so ein armseliges Ding von einem Fisch. Ihr müsst euch vor euch selber schämen, wenn ihr noch wisst, was Scham heißt, mich auf diese Art hinters Licht zu führen. Euch hat ein anderer geholfen.
Fühlte ich nicht, dass mir mit solcher Gewalt das Netz entrissen würde, als hätte der Teufel selbst es in den Klauen. »Das ist nicht wahr«, rief einer von den Elfen, der bei der Annäherung des Geistlichen entflohen war und jetzt zu Dermot Leary herauskam, dem ein ganzer Haufen seiner Gesellen ihm auf der Ferse folgte. »Es waren bloß 1,5 Dutzend der Unsrigen, die es dir wegrissen.« Dermot starrte voll Verwunderung auf das winzige Geschöpf, das in seiner Rede fortfuhr. »Sorge nicht um die Abendmahlzeit für den geistlichen Herrn, denn wenn du zurückgehen willst und ihm eine Frage von uns vorlegen, so soll er ein Essen haben, so gut, als je eins auf eine Tafel ist aufgetragen worden, und das in weniger als gar keiner Zeit.« »Ich will mit euch nichts zu schaffen haben«, antwortete Dermot rasch und ohne sich einen Augenblick zu besinnen. Nach einer Pause fügte er hinzu: »Ich sage euch Dank für euer Anerbieten, Herr, aber ich habe keine Lust für eine Mahlzeit, mich an euch oder euresgleichen zu verkaufen. Außerdem weiß ich, Vater Horrigan trägt zu viel Sorge für meine Seele, als dass er wünschen sollte, sie auf immer wegen irgendeiner Sache, die ihr ihm vorsetzen könnt, zu verpfänden. Darum lasst's gut sein.« Der Kleine aber, ohne sich durch Dermots Äußerung abhalten zu lassen, hub wieder an: »Willst du dem Geistlichen unsertwegen eine bescheidene Frage vorlegen?« Dermot besann sich eine Zeit lang und tat recht daran, doch da er überlegte, dass eine solche bescheidene Frage ihn nicht zum Nachteil gereichen könnte, so antwortete er: »Ich sehe keinen Grund, warum ich das nicht tun sollte. Aber mit eurer Mahlzeit will ich mein Lebtag nichts zu schaffen haben.« »Wohlan«, sagte das kleine Geschöpf, während die übrigen von allen Seiten sich herzudrängten. »Geh und frage den Vater Horrigan, ob unsere Seelen am jüngsten Tage begnadigt werden, gleich den Seelen guter Christen. Und wenn du es gut mit uns meinst, so bringe uns alsbald seinen Ausspruch zurück.« Dermot ging wieder nach seiner Hütte, wo er die Kartoffeln schon auf den Tisch ausgeschüttet sah. Seine Frau reichte dem Vater Horrigan die größte dar, einen schönen, klaren, roten Erdapfel, rauchend wie ein Ross, das in kalter Nacht stark getrabt hatte. »Ehrwürdiger Herr«, sagte Dermot nach einigem Zaudern, »erlaubt ihr mir wohl eine Frage?« »Was begehrst du zu wissen?« antwortete Vater Horrigan. »Verzeiht mir meine Freiheit. Ich möchte wissen, ob die Seelen des stillen Volkes am jüngsten Tage werden begnadigt werden.« »Wer hieß dich das fragen?« sagte der Priester und richtete seine Augen so fest auf Dermot, dass dieser davor nicht bestehen konnte. »Ich will's euch offenherzig bekennen, wie ich mein Lebtag getan habe«, antwortete Dermot. »Das stille Volk selbst hat mich geschickt, euch die Frage vorzulegen. Sie sind zu Tausenden drunten am Rand des Flusses und warten auf die Antwort, die ich ihnen bringen soll.« »Geh sogleich wieder hin«, sprach der Geistliche, »und sage ihnen, wenn sie es zu wissen wünschen, so möchten sie selbst zu mir kommen. Ich wollte ihnen auf jede Frage, die sie mir vorzulegen Lust hätten, herzlich gerne eine Antwort geben.« Dermot ging also wieder zu den Elfen zurück, die gleich um ihn herum schwärmten und wissen wollten, was der Geistliche nun erwidert hätte. Er trat ohne Furcht mitten unter sie und teilte ihnen die Antwort mit. Als sie aber hörten, dass sie zu dem Geistlichen selbst gehen sollten, flogen sie fort, einige hierhin, andere dorthin, und rauschten an dem armen Dermot so hart und in so großer Menge vorbei, dass er ganz verwirrt wurde. Als er nach einiger Zeit wieder zu sich selbst kam, ging er nach seiner Hütte zurück und aß seine trockenen Kartoffeln mit dem Vater Horrigan, der sich wenig aus dem Vorfall machte. Aber Dermot konnte es nicht vergessen, dass der ehrwürdige Herr, dessen Worte Kraft genug hatten, die Elfen in alle Welt zu jagen, nicht ein erträgliches Gericht bei seiner Abendmahlzeit haben sollte und der gute Lachs auf eine so ärgerliche Art ihm aus dem Netz genommen war.